Moin Leute, heute teste ich den Blue Yeti Power aus. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon ziemlich fleißig dabei, das Teil auseinanderzunehmen und wirklich das Innere von dem Ding zu checken. Es handelt sich dabei um mobilen Akku mit 500 Wattstunden, den ich persönlich, kann ich jetzt schon sagen, für sehr teuer halte. Ich werde euch aber auch erklären, warum. Und das Teil sieht man ja mittlerweile fast auf jedem YouTube-Kanal, der auch nur im Entferntesten irgendwas mit Elektrizität zu tun hat. Ich möchte das Ding heute ehrlich testen. Ich möchte euch zeigen, was das Ding im Inneren taugt. Also wir werden uns ganz besonders auf das Innere fokussieren. Also ich möchte jetzt weniger auf die Funktionen eingehen, sondern vielmehr, wie das Ding im Inneren aussieht. Und da trennt sich, denke ich, die Spreu vom Weizen. Und ich möchte euch zeigen, wie sicher das Gerät ist, wie gut die verbauten Akkus sind. Klar, wir werden einen ganz großen Teil der Sendung auf die Akkus verschwenden. Und was ihr dann am Ende eigentlich für euer Geld bekommt. Ja, ich werde euch auch gegenrechnen, wie teuer die Komponenten da drin eigentlich sind. Und das ist vielleicht eine relativ große Überraschung für manche. Zudem erkläre ich euch am eigenen Beispiel, wie dieses Social Media Marketing eigentlich funktioniert. Ja? Also ich habe dieses Ding zum Beispiel umsonst zugeschickt bekommen und ich will euch einfach mal erklären, wie das läuft, wie das abläuft für so einen typischen YouTuber wie mich und wie viele von uns eigentlich gekauft sind und also keine Ahnung. Ich werde es euch einfach mal ganz ehrlich erklären, wie es bei mir läuft und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild darüber machen und da vielleicht auch entsprechend bewerten. Und ich werde ein bisschen was über Amazon bewerten. Gerade zu diesem Gerät erzählen. Ja? Also viel Spaß dabei, es wird spannend. Okay, starten wir mit dem Test. Also was hat mich überhaupt dazu bewogen, das Ding jetzt nochmal zu testen? Ich habe schon gesagt, es gab schon 1000 YouTube-Tests. Für mich ist es so, dass ich denke, in unserer YouTube-Community, wir sind ja eher so DIY-Leute und natürlich stellen wir uns immer die Frage, wie sieht das Teil eigentlich von innen aus? Ist das sicher? Ja, bekomme ich für meine 539 Euro, das kostet dieses Gerät nämlich, einen echten Mehrwert gegenüber einem Selbstbau und wie groß ist der Unterschied? Ja? Also wenn ich so ein Ding selbst bauen würde, ich denke, die meisten von uns, die so ein bisschen meinen Channel schon länger verfolgen, könnten das wahrscheinlich ohne große Probleme. Und für mich war es so ein bisschen der erste Gedanke, als ich das Ding gesehen habe auf Amazon für 539 Euro, habe ich mir so gedacht, leck mich fett, ja. Ey, warum bringst du nicht selber so einen Scheiß auf den Markt und die Leute blechen so viel für so, also ich weiß, klingt hart, aber ist einfach so, ja. Aber dann denke ich mir natürlich wieder so, oh, du Idiot, du bist ehrlich, deswegen kannst du so einen Scheiß nicht bringen, ja, okay. Nur mal so zum Vergleich, warum ich denke, dass das teuer ist oder wie ich darauf komme. Für meinen Lithium-Eisenphosphat-Speicher mit 10 Kilowattstunden, ja, habe ich insgesamt 1200 Euro bezahlt, inklusive Zoll und Versand und allem Pipapo. Ja. Also das ist schon eine Hausnummer größer und auch noch mal ein bisschen besser vom Speicher her. Ja. Und die Akkus kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also meiner hat quasi 20 mal so viel Speicher, hält wesentlich länger und ist auch deutlich sicherer als dieses Gerät, so viel kann ich schon mal verraten. Portabel ist der natürlich nicht, aber ja, in der Größe soll das ja auch gar nicht sein. Ja? Aber nur, um mal so eine Größenordnung zu bekommen, von welchem Preis wir hier reden. Ja? Okay, ansonsten, ich glaube, die ganzen Funktionen brauche ich hier nicht mehr zu erklären. Er hat so ein paar Anschlüsse, 300 Watt Leistung, also 230 Volt. Das checken wir gleich mal alles und gucken uns mal an, was die ganze Elektronik da drin eigentlich taugt oder auch nicht. Okay, also ich zeige euch das Teil direkt von innen. Ja, also wir wollen jetzt hier gar nicht groß rumlabern, sondern gucken uns direkt das Innenleben an. Der Rest ist in meinen Augen nur so Konsumergelaber, das interessiert keine Sau. Also schauen wir uns das Teil mal an. Was haben wir hier? Als allererstes haben wir hier zum Beispiel den, seht ihr hier diese Kabel, das ist quasi der Input von dem Solarpanels. Ja? Also ich kann hier Solarpanels dran schließen in einem relativ eingeschränkten Bereich, aber das ist okay. Hier gehen quasi die Kabel rein und hier, dieser Teil hier praktisch entspricht so mehr oder weniger den MPP-Regler, ja? Also ein MPP-Tracker. Das heißt, der sucht immer die maximale Leistung, die euer Panel irgendwie hat und versucht die halt dann umzusetzen. Das Ding ist halt, dass ein MPP-Regler eigentlich keinen besonders großen Sinn macht, wenn man eigentlich nur ein Panel hat. Oder in der Regel nicht so einen großen Sinn. Ja? Das macht eigentlich nur Sinn bei großen Verbänden von vielen Panels, die in Serie geschaltet sind. Dann macht so ein MPP-Regler mehr Sinn. Ich denke, jetzt in dem Fall ist das eigentlich ein bisschen Overkill. Aber warum nicht? Es schadet auch nicht. Also ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Und vielleicht hat man hier mit einem Panel auch einen kleinen Benefit. Kann sein. Muss nicht groß sein, aber kann sein. Was ihr hier seht, ist der Batterieanschluss. Ja? Also diese zwei dicken Kabel. Die gehen quasi hier unten an das BMS. Ich kippe das Ding gleich, dann könnt ihr das halt auch sehen. Und der Rest, also hier zum Beispiel dieser Part, das dürfte quasi
der Wechselrichter sein, also der Part, der für den 230 Volt Ausgang zuständig ist, ja. Der dürfte, also der schafft 300 Watt, maximal 500 Watt für einen kurzen Peak. Und was mich dann interessiert hat, das war schon der allererste Punkt, ist, habe ich mir gedacht, 500 Watt plus die ganzen anderen Anschlüsse, die ich ja gleichzeitig schalten kann, diese Käbelchen hier, ja, bei 12 Volt, passt das oder nicht, ja? Da habe ich mir gedacht, die kommen mir ein bisschen dünn vor. Und das zeige ich euch auch gleich, ob die Kabel, die hier drin sind, überhaupt adäquat ausgelegt sind, ja? Was sehen wir noch? Wir sehen hier diese NTC-Anschlüsse. Also was ist das hier? Das sind tatsächlich Temperatursensoren. Und das finde ich positiv. Also der hat einmal so einen Temperatursensor hier für diese für dieses Kühlelement. Ihr seht hier dieses Blech, ne? Das ist im Prinzip einfach ein Alu-Element, womit dann wahrscheinlich der Wechselrichter gekühlt wird, also die Transistoren. Und genau, also davon sind tatsächlich einige installiert. Ich habe jetzt, glaube ich, vier verschiedene Temperatursensoren. Also das ist cool, das ist eine gute Sache. Was das angeht, haben sie hier es ordentlich gemacht. Hier haben wir jetzt diesen 12 Volt Output, ne? Also quasi einen Autostecker sozusagen, also diesen Zigarettenanzünderstecker. Das hier ist der Ausgang für den Wechselstrom, also für die 230 Volt. Hier sind die dünnen Käbelchen in Ordnung, da die Voltzahl sehr, sehr hoch ist. Und wir hier eigentlich dadurch kein Problem haben. Also wenn die Voltzahl sehr hoch ist, dann gibt es da eigentlich kein großes Problem. Also mit 230 Volt kann ich die Kabel sehr dünn wählen, um die entsprechende Leistung zu übertragen. Und 500 Watt sind da sehr wenig. Also das dürfte hier passen. Wie gesagt, bei den Kabeln bin ich ein bisschen unsicher und bei den anderen auch. Das gucken wir uns gleich mal an. Okay, ich denke, hier ist dann noch so ein bisschen dieser USB-Kram. Das ist aber im Prinzip nur ein Wandler. Also quasi ich muss von 12 Volt auf 5 Volt stabil runterkommen. Viel mehr ist es nicht. Das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Ne? Hier seht ihr das kontaktlose Laden. Also das ist praktisch, Moment, so. Das ist praktisch der Part, der für das kontaktlose Laden zuständig ist. Ist im Prinzip auch nur eine kleine Platine, nichts Dolles. Eigentlich alles nur so Euro-Artikel irgendwie, ne? Diese Platinen, die man hier sieht. Das ist alles nichts Tolles. Also da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Diese ganzen Elektronikteile sind nicht teuer. Okay. Schauen wir nochmal, kippen wir das Teil. Okay, was sehen wir hier? Hier sehen wir jetzt das BMS, ja. Also hier hinter sind die Batterien versteckt. Hier, vielleicht könnt ihr das so sehen, dieses Violette, was da so ein bisschen durchscheint. Und das Modul hier quasi checkt jetzt die Batterien. Das sind praktisch drei Batterieblöcke, die in Serie geschaltet sind. Und dieses Teil hier checkt praktisch, ob die Spannungen dieser einzelnen Blöcke immer brav zwischen wahrscheinlich 4,2 und 2,8 liegen. Und falls das nicht der Fall ist, kappt er hier den Minuspol und alles ist gut. Oder den Minuspol, der wird dann getrennt. Ja? Zusätzlich sehen wir hier noch zwei Temperatursensoren. Das heißt, die Batterien werden auch auf Temperatur überwacht, was auch eine gute Sache ist. Also hier, das finde ich okay. Was sehen wir hier noch? Das Teil hat einen Charge-Port. Also das gibt extra noch einen Port zum Laden praktisch. Ist auch nicht ungewöhnlich, dann kann ich den praktisch auch nochmal extra kontrollieren und hier auch nochmal dünnere Kabel wählen unter Umständen. Also das ist eigentlich relativ üblich. Das hier sind zwei Sicherungen, 50 Ampere. Das kommt mir ein bisschen groß vor. Gucken wir uns gleich nochmal an, ja. Wenn ich die Kabel hier prüfe nach Dicke, dann checken wir auch nochmal, ob 50 Ampere nicht ein bisschen groß sind für diese Kabel, weil das wage ich ganz schwer zu bezweifeln, dass die 50 Ampere können. Okay, aber das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an, kein Ding. Ja, also so, und jetzt der spannende Part. Ich gucke mal, ob ich es schaffe. Ich möchte die Batterien ungern hier rausholen, weil dann kann ich das ganze Ding auseinandernehmen. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt hier zu frickelig. Aber ich versuche mal, ob wir von der Seite reinluxen können. Ich drehe mal gerade die Kamera, Moment. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Zellen an, also das Herz. Dieses mobilen Akkus. Ja? Und das sind diese Zellen, ihr könnt es hier, glaube ich, erkennen. Das sind sogenannte 18650er Zellen. Das ist ein ganz gängiges Format für Lithiumzellen. Und was mich persönlich jetzt interessiert ist, von welcher Marke sind diese Zellen? Da gibt es massive Unterschiede also Qualitätsunterschiede zwischen den Marken. Und was mich auch interessiert, welche Zellchemie haben wir hier? Ja? Auch das macht zum Beispiel die Lebensdauer der Zelle maßgeblich aus. Also schlechte Zellen zum Beispiel oder Zellchemien, die hier vielleicht ungeeignet sind, würden so 300 Zyklen aushalten, wohingegen
sehr gute Zellen mit einer guten Zyklenfestigkeit, da liegen wir jetzt ungefähr bei 2000 Zyklen zum Beispiel. Also ihr seht, der Unterschied ist extrem. Ja, das ist nicht so ein bisschen oder so, sondern da reden wir schon mal gerne vom Faktor 4 bis 10 im Unterschied der, der Lebensdauer, ne? Also wie lange halten die ihre Kapazität oder wie schnell verlieren die auch? Ja? Also das ist ein ziemlich wichtiger Wert. Also schauen wir uns einfach mal an, was haben wir hier? Ich sehe schon, hier steht LXD drauf, 18650, 25P3. Was sagt mir das? LXD, also alleine schon dieses Format, wie es hier drauf gedrückt ist, da sehe ich sofort, das sind China-Zellen und zwar keine guten. Es gibt ausgezeichnete chinesische Hersteller, wie beispielsweise Kettle, Eve oder noch ein paar andere, die man jetzt hier nennen könnte. LXD kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört und das ist in der Regel kein gutes Zeichen, weil ich kenne eine ganze Menge an Lithium-Herstellern, also Lithium-Akku-Herstellern. Ansonsten kann man noch erkennen, 25P3, 25 wird wahrscheinlich für die Größe des Akkus stehen, also Milliampere-Stunden. Das heißt, dieser Akku hier, eine Zelle hat 2500 Milliampere-Stunden. Das ist das, was ich jetzt so auf Anhieb sehen kann. Okay, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in die Recherche und gucken uns mal an, was diese Werte alle so bedeuten oder was das auch zum Beispiel für Akkus sind. Okay, die Akkus. Das ist irgendwas, was mich natürlich als Akkudoktor mega interessiert. Da gucken wir mal rein. Ich hatte es euch gesagt, ich habe euch den Typen genannt. Ich habe den auch gefunden, wo man den kaufen kann. Und zwar könnt ihr das hier sehen. Das ist der Alibaba-Link. Ihr seht schon, wenn ihr draufklickt, die Dinger kosten 1 Euro das Stück. Das ist spottbillig für neue Akkus, also wirklich extrem billig, ja. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich nehme so einen 26J von Samsung, was ein recht guter Akku ist, im Großhandel liege ich da ungefähr bei 3 Euro das Stück, also das Dreifache. Und das ist jetzt nicht nur, weil da Samsung draufsteht, sondern das hat auch seinen Grund. Also für mich sind es Akkus aus zweifelhafter Herkunft. Das ist halt, wie gesagt, ein absolutes Billigprodukt. Es gibt gute China-Akkus. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen chinesische Akkus, ganz im Gegenteil. Es gibt Firmen wie Kettle, Eve oder auch BAK oder Li Shen, die 1A-Akkus herstellen. Kettle zum Beispiel beliefert Tesla oder ist halt auch einfach technisch, also in der Forschung von Lithiumzellen wirklich führend. Die haben jetzt beispielsweise wirklich einen richtig guten Natrium-Ionen-Akku. Also ihr seht hier mein Video dazu. Ich blende euch oben den Link ein. Und also total cool eigentlich, ja. Da gibt es gute Firmen, da so ist es nicht. Aber es gibt halt auch diese Firmen, die irgendwo in so einer kleinen Hinterecke stehen und da diese Dinger fertigen. Und die machen das halt nicht ganz ordentlich. Typischerweise muss man zum Beispiel ein sehr gutes Qualitätsmanagement bei solchen Akkus haben. Die Qualitätsunterschiede in diesen Zellen, ja, die liegen voll oft, also wirklich extrem oft, in der sogenannten Separatorfolie. Ja. Ich blende euch oben nochmal ein Bild ein, da könnt ihr sehen, wie das halt ist. Und die Separatorfolie, die trennt so ein bisschen eigentlich den Plus- vom Minuspol im Akku selbst. So kann man sich das ungefähr denken. Ja. Und das Wichtige dabei ist, wenn ich die nicht sauber abschneide, und wir reden jetzt hier wirklich vom mikroskopischen Bereich, dann habe ich in der Zelle drin einen Mini-Kurzschluss, ja? Also wirklich so einen ganz kleinen Bereich, der kurzgeschlossen ist. Und das ist ein echtes Problem, das ist wahnsinnig gefährlich. Und das ist sehr häufig ein Grund dafür, warum Akkus eine schlechte Qualität haben. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn das der Fall ist, dass die schlecht geschnitten sind? Das hat eine Menge Konsequenzen. Zum einen kann der Akku tatsächlich schneller brennen. Also das ist mit einer der häufigsten Gründe für Akkubrände. Und der verliert einfach Energie nur durchs Rumstehen. Also auch diese sogenannte Selbstentladung ist dann in der Regel stark erhöht. Also das ist halt ein echtes Problem, ja. Und da, ihr seht schon, das sind so Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Und dafür muss halt die Fertigung einfach 1A sein. Da kann es zum Beispiel auch noch Unterschiede in der Reinheit dieser chemischen Materialien geben. Ja? Also die kriegen ja alle möglichen Sachen, Pulverchen und so weiter, also diese Metallpulver, ne? Alles mögliche, die Elektrolyte. Und wenn das verunreinigt ist, ne? Und ich meine, wir haben nie eine hundertprozentige Reinheit, aber je nachdem, wie gut die Qualität davon ist und geprüft wird, ja, es gibt ja auch da Montagsware oder so, sowas passiert da halt auch alles. Und bei namhaften Herstellern wird in der Regel auch eine Probe genommen, eine Stichprobe und geguckt, sind diese Lieferungen in Ordnung von den Materialien. Und bei diesen günstigen Dingern halt in der Regel nicht, ja, oder viel, viel seltener. Und das führt einfach dann öfter auch zu diesen Ausfällen oder zu fehlerhaften Produkten. Und leider ist das bei Lithium-Akkus nicht witzig, sondern die können halt einfach brennen und das ist halt gefährlich. Und deswegen bin ich kein Fan von solchen Akkus.
So, gucken wir uns die Sicherheit von dem Gerät an. Sicherheit, was meine ich damit? Das ist zum einen, wie gesagt, sowas wie Wasserdichtigkeit und so. Ich denke mal, das ist hier einfach nicht vorhanden, also deswegen ist das okay. Der andere Punkt sind die Akkus, die werden wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Und was ich jetzt aber besprechen möchte, und das hatte ich eben schon mal erwähnt, das ist so ein bisschen die Frage, diese Kabel hier, die kommen ja alle ein bisschen dünn vor, ja, da war ich skeptisch. Und ich habe die mal ausgemessen oder die Aufschrift mal rausgeguckt. Dieses Batteriekabel, das halte ich eigentlich hier für am problematischsten. Das hat 10 AWG, das sind umgerechnet 5,26 Quadratmillimeter. Und das bedeutet laut VDE, dass wir da maximal 39 Ampere drüber jagen können. Wenn wir 40 Grad haben, also draußen jetzt aus irgendwelchen Gründen 40 Grad sind oder im Inneren dieses Teils, ja, ich meine, ihr seht schon, hier ist ein großer Kühlkörper, das heißt, hier drin wird es vermutlich warm und den Akkus dann halt auch, weil der Kühlkörper auch praktisch direkt über den Akkus liegt und die vermutlich auch ein bisschen erwärmt. Ich meine, das ist kompakt, das kann man wahrscheinlich nicht ganz verhindern. Bei 40 Grad liegen wir nur noch bei 33,9 Ampere, die hier über diese Kabel gehen dürfen. Ja? So, und jetzt können wir die Frage stellen, bei 300 Watt, ja, die ja nur der Wechselrichter kann, jetzt ohne die anderen Ausgänge, die ich ja noch habe, also USB-Ausgänge, die Gleichstrom-Ausgänge und so weiter, ohne diese bin ich schon bei 27 Ampere, ja? Also schon verdammt nah an der Grenze. Wenn ich jetzt die 500 Watt, ja, die sie hier als Peak angegeben haben, ja, wenn ich die nehme, dann liege ich bei 45 Ampere. Ja, 45, das heißt, das ist bei Zimmertemperatur und auch bei hoher Temperatur deutlich über dem maximal erlaubten Wert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich gleichzeitig noch den USB, die DC-Outputs und sowas nutze, dann komme ich da eigentlich erheblich drüber. Das halte ich für ein Problem. So, jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht ist das Ding ja irgendwie elektrisch abgesichert. Ich habe es jetzt hier nicht erkennen können. Das Einzige, was ich an Absicherung gesehen habe, das sind diese 250 Ampere Sicherungen, die ich da jetzt finden konnte. Und 50 Ampere macht keinen Sinn. Das ist deutlich über dem, was diese Kabel abkönnen. Also das würde ich jetzt hier schon als elektrisch problematisch bezeichnen. Ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so dramatisch. Also kann sein, dass das hinhaut. Ist so ein bisschen mittelmäßig, ne? Also ich sag mal, wenn ich das jetzt so bei mir in meiner PV-Anlage hätte, ich würde diese Kabel gegen dickere austauschen. Also das wär mir dann das schon wert, ja. Aber gut, okay. Ansonsten, die DC-Kabel habe ich gecheckt, die PV-Kabel meine ich hier, die DC-Kabel hier auch. Und das passt alles. Die sind alle 16 AWG, das entspricht ungefähr 1,31 Quadratmillimeter. Und da darf ich so maximal ca. 16 Ampere bei Zimmertemperatur und 13,9 Ampere bei 40 Grad. Also das geht eigentlich in Ordnung. Also keiner der anderen Ausgänge hier kommt über 16 Ampere. Also das dürfte eigentlich ganz gut hinhauen. Aber die sind in meinen Augen unterdimensioniert und ich sag's mal so, die können heiß werden, also es kann schon passieren, ja, wenn das unglücklich läuft. Und darunter sind eine ganze Menge Billig-Akkus aus China. Das ist eigentlich keine besonders schöne Kombination. Ne? Also ich vermute mal, das wurde weder TÜV geprüft noch sonst irgendwie was. Sonst, also sowas hätte man eigentlich checken müssen und sofort merken müssen. Das wundert mich ein bisschen, aber okay. Nächster Punkt. Okay. Das nächste, was wir checken, ist also den Wechselrichter. Was kann der? Ist das eine vernünftige Sinusspannung, die rauskommt? Warum ist das wichtig? Wenn aus diesem Ding keine vernünftige Sinusspannung rauskommt, sondern, also wir sehen hier schon, das ist ein sehr sauberer Sinus, das sieht ordentlich aus. Auch der RMS, also der Root Mean Square von der Spannung, liegt bei 231 Volt, das ist 1A, also kann man nicht meckern, 50 Hertz, alles passt. Also das ist ein guter Wert, das sieht ordentlich aus. Andere Geräte haben teilweise keinen sauberen Sinus, sondern hier eine Rechteckspannung. Und das funktioniert für viele Geräte auch ganz gut. Also einige können damit umgehen, andere aber auch nicht. Also manche können sogar kaputt gehen davon. Mir ist das tatsächlich mal passiert, ich glaube mit einem Fläschchenwärmer oder so. Den hatte ich an so einem billigen Wechselrichter angeschlossen mit Rechteckspannung und der ist durchgeschmort. Einfach so zack, geraucht und dann war es das. Ja, also das sieht ordentlich aus. Die Frage ist natürlich, wie sieht das jetzt bei 300 oder bei 500 Watt Belastung aus? Da habe ich jetzt gerade nicht die Möglichkeit, das zu testen, deswegen müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass das ordentlich bleibt. In der Regel werden die aber unsauberer mit zunehmender Last. Ja? Und 300 Watt ist jetzt natürlich auch sehr, sehr wenig. Ne? Also es ist nicht gerade viel.
Okay, so viel dazu, aber grundsätzlich, der Sinus sieht erstmal so sauber und in Ordnung aus, das kann man, denke ich, so stehen lassen. Werden wir YouTuber eigentlich für sowas bezahlt? Lohnt sich das? Und wie glaubwürdig sind wir eigentlich? Ja? Das ist eine mega spannende Frage und die ist auch sehr kritisch zu betrachten, zumindest bei einigen Channels. Ich erkläre euch einfach, wie das bei mir abgelaufen ist und ich denke, das wird euch sicherlich helfen, da so ein bisschen Einblick zu kriegen, wie sowas abläuft. Also dieser chinesische Anbieter hat sich bei mir per E-Mail gemeldet und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du ein Testvideo davon machst, ich schicke dir das Ding dafür zu und du darfst es dann auch behalten und die bieten je nachdem halt auch Geld dafür an, also für die Tests, ja. Tatsächlich haben die jetzt gar nicht irgendwie verlangt, dass ich was Positives schreibe oder so, das fand ich erstaunlich, normalerweise tun die das. Ich habe denen dann geantwortet, weil ich sowas in der Regel eigentlich nicht sehr gerne mache, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit von diesem Gerät nicht nur Positives berichten werde, dass ich definitiv ehrlich bin, dass ich kein Geld dafür haben will und dass ich das Ding auch liebend gerne zurückschicke, weil ich brauche es einfach nicht und ich will mich auch nicht irgendwie abhängig von denen machen in irgendeiner Form, dass die dann sagen, hey, du hast das Ding aber behalten, jetzt schreib auch was Nettes oder sag was Nettes. Da habe ich keinen Bock drauf, auf so einen Scheiß lasse ich mich nicht ein. Ansonsten habe ich denen auch noch gesagt, dass ich grundsätzlich kein Freund von solchen Spielereien bin. Ja, wir haben eher so DIY, also wir machen sowas selber, viel günstiger und in der Regel auch umweltfreundlicher. Und deswegen sage ich denen direkt, Leute, eigentlich ist es gar nicht so schlau, so einen Scheiß bei mir testen zu lassen, weil ich stehe da drauf nicht. Ja, ist nicht mein Ding. Okay, aber die haben drauf bestanden. Ja, also die haben wirklich gesagt, nee, geht klar, das passt, mach das, ja, und wir sind überzeugt von unserem Produkt, haben die mir ehrlich geschrieben und ich musste mir dann schon so ein bisschen denken, okay, Challenge accepted, ja, mal sehen, inwiefern ihr noch dazu steht, wenn ich hier mit dem Ding fertig bin, also so ein bisschen habe ich mich auch herausgefordert gefühlt. Okay, aber ihr seht schon, wie das jetzt bei mir zum Beispiel abläuft und habt vielleicht eine Idee, warum ich wenig Produkttests mache, ja. Und einige meiner Kollegen vielleicht so viele. Vor einigen Wochen hat sich beispielsweise auch eine chinesische Agentur bei mir gemeldet, die, also die wollten mich unter Vertrag nehmen, die haben mir auch Geld dafür angeboten, damit ich quasi bei denen in Vertrag bin und die schicken mir dann oder sagen halt, vermitteln mich immer an irgendwelche chinesischen Händler oder Produzenten, schicken mir dann irgendwelche Waren zu, so wie dieses Teil. Und dann soll ich die testen und ich vermute, in dem Falle wird dann schon verlangt, dass es gut getestet wird oder zumindest mehr oder weniger. Also ich sag mal, ich glaube, man muss es dann irgendwie glaubwürdig versuchen rüberzubringen. Und dafür würde ich dann Kohle kriegen und die Teile auch in der Regel behalten dürfen. Ja, also eigentlich nicht schlecht, ziemlich lukrativ. Jetzt könnt ihr natürlich die Frage stellen, lohnt sich so ein Kram für den YouTuber? Also ich habe das abgelehnt, ne? Ich mache so einen Scheiß nicht. Wie ihr seht ja auch, ich teste ziemlich wenig. Also sonst würde hier jede Woche ein blöder Produkttest kommen von jedem Schwachsinn. Also irgendwelche hässlichen Kameras und Türklingeln, was weiß ich, was die dir alles für einen Blödsinn zuschicken. Ja, keine Ahnung. Musst du dann alles testen, ja? Dann bist du halt bei denen unter Vertrag. Also dann bist du echt eine Bitch, ja? Kann man nicht anders sagen. Okay. Lohnt sich das, ja, wenn ich bei dieser Agentur angenommen hätte? Ja? Ich will jetzt keine direkten Zahlen nennen, aber man kann sich vorstellen, dass es mehr Kohle gibt, wenn ich da bin, also diese Produkttests mache, als wenn ich über die YouTube-Werbung selber, ja, über die YouTube-Werbung selber sagt man immer, kriegt man so 3 bis 4 Euro pro 1000 Views ungefähr, ja. Also das ist schon nicht schlecht, eigentlich ein gutes Ding, aber wenn ich echt diese Händler damit mache, kriege ich mehr. Und diese scheiß Produkte, das müsst ihr euch mal reinziehen. Also das ist schon ein echt fetter Markt. Also ne, passt auf, was ihr da guckt und glaubt nicht alles. Ja? Also voll viele sind einfach echt wahnsinnig krass bezahlt. Das Problem ist halt auch einfach als YouTuber, wenn du so einen Mist eingehst, dann haben die dich halt echt an den Eiern. Ja? Dann bist du halt deren, also wirklich deren Bitch einfach. Ja? Die können einfach dann alles mit dir machen, was sie wollen. Und du musst halt auch entsprechend nach deren Pfeife tanzen. Und wenn du dich dann einmal darauf eingelassen hast, voll oft gehen die Channels dann auch einfach den Bach runter, weil die User nicht blöd sind. Die sehen dann einfach, oh Mann, da kommen nur noch Schrotttests und es interessiert mich nicht. Und okay, deswegen, ich halte euch eigentlich für schlau genug, zu erkennen, wo so ein Mist abgeht und wo nicht. Und wollte euch einfach nochmal ehrlich erzählen, wie das so abläuft, was ich so erlebt habe, damit ihr vielleicht so eine Idee kriegt davon, ja, wie krass das eigentlich auch ist. Und meine Prämisse bei den YouTube-Empfehlungen oder irgendwelche Werbungen oder Tests, die ich mache, ist eigentlich immer don't call me, I call you. Also wenn ich irgendwas cool finde, teste ich das und dann melde ich mich schon bei denen und spreche mit denen. Ja, das ist dann eine ganz andere Hausnummer, als wenn die auf mich zugehen. Mein Fazit zu dem Gerät.
Also als allererstes, ich finde den Preis ist exorbitant hoch. Das ist viel zu teuer in meinen Augen. Also da steckt eine riesen Gewinnmarge hinter, besonders bei den günstigen Teilen, die dort verwendet werden. In meinen Augen gibt es auf jeden Fall mindestens leichte bis mäßige Sicherheitsbedenken, was die Kabelquerschnitte und Sicherungen im Inneren angeht. In meinen Augen sind die komplett falsch ausgelegt oder zumindest ein bisschen unterdimensioniert an der einen oder anderen Stelle. Es ist jetzt nicht total krass, also es ist jetzt nicht so, das Ding wird sofort explodieren, aber in sehr, sehr ungünstigen Situationen, wenn ich zum Beispiel irgendwie im Hochsommer draußen bin und nutze das Gerät mal richtig volle Pulle, dann kann es schon passieren, dass da im schlimmsten Fall ein Brand entsteht. Also das so schlimm würde ich es schon einschätzen. Also das, wie gesagt, wenn ihr das Teil habt, passt ein bisschen auf, geht schon in Ordnung, das wird schon überleben, aber vielleicht stellt es jetzt nicht so voll in die Sonne oder so. Also passt ein bisschen auf, was Hitze angeht. Ich denke, da ist das etwas empfindlicher, als es sein sollte. Die Akkus sind in meinen Augen von absolut zweifelhafter Herkunft. Das ist ein totales Billigprodukt. Wie gesagt, es gibt gute China-Akkus, ja, BAK, Kettle, Eve, da gibt es einige Hersteller, die richtig gut sind, also die man auch ohne Bedenken nehmen kann mittlerweile. Die aber nicht, die gehören definitiv nicht dazu. Ich stelle hier auf jeden Fall die Sicherheit und die Langlebigkeit dieser Akkus massiv in Frage. Es könnte auch sein, dass das Lithium-Kobalt-Oxid-Akkus sind. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Dazu gibt es keine Angaben. Wenn das der Fall ist, dann sind das mit Abstand die unsichersten Akkus, die es gibt. Ja, also das ist eine ganz veralterte Technologie, eine Zellchemie, die man eigentlich nicht mehr nutzt. Und zwar aus dem Grunde, weil die sich sehr früh entzündet und eigentlich somit die gefährlichste halt ist. Ja, es ist jetzt auch nicht, das ist keine Dynamitstange, die wurden früher auch viel und häufig benutzt. Aber sag mal, von den Zellen, die es momentan so gibt, sind das die unsichersten, die existieren im Moment. Das muss man sich halt klar machen. Wie gesagt, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, dass es diese Zellchemie ist. Was mich darauf bringt, ist diese niedrige Zyklenanzahl, die dort angegeben wurde, von 500 Vollzyklen. Und das ist für einen Lithium-Akku sehr, sehr wenig. Ja, das heißt auch, die Langlebigkeit der Akkus wird sehr gering sein und ist ungefähr Faktor 4 unter modernen Akkus. Ja. Ich persönlich habe für dieses Teil absolut gar keine Verwendung, aber ich meine, ihr seht an meinen Videos, ich bastel mir sowas auch mal eben selber, dann lieber aus recycelten, ordentlichen Akkus, die tatsächlich, die recycelt sind, wahrscheinlich wesentlich besser als die hier. Ich werde es jetzt vermutlich an irgendwen verschenken, vielleicht an den Kindergarten oder was weiß ich nicht was. Ich weiß auch noch nicht, wer so ein Ding irgendwie gebrauchen kann. Vielleicht an meinen Schwiegervater, der fährt gerne campen. Vielleicht kann der das irgendwie gebrauchen, wenn ich das überhaupt möchte und verantworten will. Und wenn die Jungs sich jetzt nicht nach dem Video bei mir melden und sagen, hör mal, gib mal das Teil zurück, ja, für das Video. Kann sein. Ich lege es auch ein bisschen darauf an. Geht für mich in Ordnung. Ich wäre schon fast beleidigt, wenn sie es nicht wollen. Dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Ansonsten eine klare Ansage an irgendwelche anderen Heinis, die bei mir werben wollen. Ihr könnt euch echt, verpisst euch. Ich will für euch nicht werben. Ja? Ihr braucht mir keine scheiß E-Mails zu schicken. Ich will den Dreck nicht. Ich will für euch nicht werben. Wenn ich ein Produkt bei euch gut finde, dann melde ich mich schon von selber. Keine Sorge, und ansonsten braucht ihr euch bei mir nicht zu melden. Ich möchte das nicht, ja. Diese ganzen fürchterlichen E-Mails könnt ihr euch sonst wo hinschieben, ja. Also lasst mich in Ruhe. Ja, da gibt es andere YouTube-Kanäle, die das liebend gerne machen. Ich gehöre nicht dazu. Und wenn ihr unbedingt bei mir werben wollt, dann kriegt ihr so ein Video und dann gibt's auf den Deckel, ja. Dann gucke ich mir die Teile auch richtig, richtig gut an. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe noch eine Sache vergessen, ja, das habe ich versprochen. Ich muss euch noch auf diesen super geilen Rabattcode hinweisen. Falls ihr nach meinem Video tatsächlich so dumm sein solltet und dieses Gerät kaufen wollt, da gibt es unten diesen großartigen Rabattcode, da kriegt ihr 50 € Rabatt, was glaube ich ziemlich wenig ist. Wenn man sieht, dass auf Amazon regelmäßig, also ich habe auch E-Mails gekriegt, das Teil dann auf einmal für unter 400 € angeboten wird, also deutlich unter 400 €, was dann, glaube ich, mehr als 50 € Rabatt waren bei mir. Also auch das ist irgendwie eher so eine blöde Masche. Wartet einfach ab. Und ja, ich glaube, jetzt nach dem Satz muss ich mir erstmal den Mund waschen gehen, weil ich schäme mich dafür. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über die Elektronik von so einem Ding, über die Akkus, die da drin verbaut sind, wie Social Media Marketing läuft. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like. Ich freue mich mega über sowas. Für mich immer eine Bestätigung, dass ich irgendwie gut gemacht habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.